Gut, dann müssen wir nicht mehr lange warten. Und dann geht der gleiche, der nächste Run vor. Eine Stunde 14, ja. Ja, wir sind mal gespannt, wie der Runner hier die ganzen Skips auf den Strecken hinkriegen wird oder ob er die auch hinkriegen wird. Also Logan ist halt schon der mit Abstand der beste Mark-Hat-Wii-Spieler, den es auf der Welt aktuell gibt. Also mit Abstand. Und ja, wir haben mir letztens den Weltrekord angeschaut zur Vorbereitung und ja, er macht so manchen Skip. So. Da ich jetzt neben Kommi mache, bin ich jetzt nicht so sehr darauf vorbereitet. Also ich lasse einfach auf mich zukommen, was da Du stellst einfach Fragen. Genau. Oh, der Chat stellt Fragen. Das passt immer ganz gut. Sowieso ist für dieses Spiel ganz viel zu sagen. Und ehrlich gesagt, ja, er hat den RTA-Weltrekord, also für 32 Strecken, aber halt auch mit Abstand die meisten Time Trial, also Zeitfahren-Weltrekorde. Aktuell. Und das halt schon über ein paar, 2 Jahre. Also er ist mit Abstand wirklich der beste Spieler. Und ja, in dieser Kategorie sieht man Skips, also Glitches. Ja, da spart man auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Ja, ein bisschen. So. Manche Strecken halt die ganze Strecke, aber sonst, ja, ein bisschen. Aber ja, wie gesagt, einfach Fragen stellen. Kennst du das Spiel sonst so? Ja, klar, habe ich nach wie vor bei mir zu Hause. Habe ich nur schon länger Okay. nicht mehr gespielt. Also ein bisschen mit Speedruns kennst du dich auch dort aus oder nur so casual? Ja, ich bin selber Runner jetzt, zwar nicht von Mario Kart, aber hab schon einiges gesehen auf jeden Fall. Okay, also von Mario Kart, sehr gut. Ja, ich habe nur Zeitfahren gemacht und sonst halt online. Aber verfolgt natürlich die ganze Speedrunning- und Testszene von dem Spiel. Und oh, das Spiel ist echt unglaublich. Also gerade was in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahren passiert ist mit dem Spiel, sehr faszinierend. Ich hab zumindest in deinem Leaderboard gesehen, dass du es schon mal gemacht hast. Das ist jetzt schon 7 Jahre her, mindestens. Genau, also ich habe seitdem Zumindest keine was Runs deine Logik mehr betrifft. submitted. Genau, seitdem habe ich nichts mehr submitted. Seitdem nur noch Zeitfahren, weil es einfach deutlich komfortabler ist, einfach eine Strecke zu machen und dann gleich nach dem Beenden der Strecke gleich ins Leaderboard aufgenommen zu werden. Aber ich hab, aber ich Warte, hab, ich kann aber schnell ich hab. raussuchen, was das RTA ist, der Weltrekord. Habe ich gerade gar nicht aus dem Kopf. Achso, ich hab früher Mario Kart 8 Speedruns probiert, also deswegen ist es mir nicht unbekannt. Genau, wenn Fragen im Chat kommen sollte, kann ich auch zwischendurch drauf eingehen. Genau, das ist ganz praktisch. Weil ich werde wahrscheinlich relativ viel bei den meisten Strecken sprechen, gehe ich von aus. Weil sehr viel zu dem Spiel zu erklären ist, was auf den ersten Blick gar nicht so offensichtlich ist. Und ich habe gerade mal die RTA-Zeit rausgesucht, also die Realtime-Attack-Zeit. Und das ist 1 Stunde, 9 Minuten, 2 Sekunden und 570 Millisekunden. Das ist auf jeden Fall schnell. Oh ja, also hat 1 Stunde 9 Minuten 35 Sekunden, also deutlich langsamer. Danach 49 Sekunden, 57 und dann sind wir auch schon auf dem 5. Platz bei einer Zeit von 1 Stunde 10 Minuten 44 Sekunden. Also es ist echt nicht unterschätzen, wie schnell der ist. Um einen Also Vergleich zu haben, wie schnell jetzt es ist, wenn man keine Skips macht, dann ist man bei 1 Stunde 14, 39, 260. Also, man hat spart schon seit ca. 5 Minuten. Skips sind gar nicht so beliebt im Spiel. Es gibt zwar viele Skips, werden ja nicht alles gemacht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, weil manche haben vielleicht ein, zwei Leute das auf der Welt gemacht. Ja,
Es ist schwer. Die werde ich trotzdem natürlich erwähnen. Also seid darauf gespannt, was es in diesem Spiel machbar ist, was man sonst gar nicht sieht. Zumindest sind nicht so viele Deutsche aktiv oder haben es nicht so viel, also nicht so viele Deutsche, die das gemacht haben. Ja, im Deutschen, also ich glaube allgemein, warte, ich weiß gar nicht, ob aktuell im Deutschen einer in Zeit fahren zumindest. Okay, es geht los. So, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, danke. Wir versuchen unser Bestes. Ach, das werden wir haben. Ich bin mir sehr sicher. Some 32 track skips for Mario Kart Wii. Please meet my couch. Hello everyone, my name's Z-Cubed. I am also a Mario Kart Wii speedrunner. Hey everyone, my name is okay. Bisher keine Webcam. Ja, wollte gerade fragen, ob das jetzt gerade, ob der Runner gerade von zu Hause aus das macht oder sieht zumindest danach aus. Gehe ich von aus, ja. Aber wir werden gleich sehen. Wenn der Run beginnt, dann werde ich erstmal alles erklären. Ja, wie gesagt, ihr werdet ein bisschen mehr im Hintergrund bleiben und wenn mir was im Chat anfragen auffallen sollte, gebe ich an ihn dann weiter und dann versucht er darauf zu antworten. Genau, oder wenn dir was auffällt, was ich nicht erklärt habe, das kann auch sehr gut sein. Und nein, On-Site ist nicht Pflicht dieses Jahr. Nee, inzwischen ist keine On-Site Pflicht mehr, das stimmt. Also das haben die inzwischen, beschlossen. Okay. Mindestens der Run beginnt jetzt und wir gesehen haben, wir haben Funky Kong genommen. Funky Kong hat mehrere Gründe und zwar jeder Charakter hat unterschiedliche Stats in dem Spiel, die man nicht unbedingt gut einsehen kann und es gibt sozusagen dann je nach Fall unterschiedlich gute Charaktere. Pro Gewichtsklasse ist einmal Toadette, also die sehr gut, dann bei den mittleren Daisy und bei den Großen ist man halt sozusagen schneller und man hat uns dann Funky. Und Bowser Bike nutzt man aber eigentlich auch immer in den meisten Strecken, weil das hat die besten Stats für normalen Gameplay. Okay. Deswegen sieht man es auch zum Beispiel online und in, es ist nicht das schnellste Fahrzeug, aber das schnellste mit dem Handling, was akzeptabel ist. Es gibt noch den Psyr, was heißt, glaube ich, Torpedo heißt im Deutschen. Es ist auch ein Bike, welches zwar deutlich schneller ist, aber das Handling ist grottig. Also viel Glück dabei zu fahren, zumindest wenn man manuell spielt. Also man hat mehrere, also zwei Drift-Settings in diesem Spiel. Einmal Automatik und einmal manuell. Und wir spielen manuell, weil man sozusagen normal driften kann, wie man es aus anderen Mario Karts kennt. Und da spielt Handling sozusagen eine Rolle. Bei Automatik hat man keine Drift-Boosts und ist dadurch natürlich langsamer. Hat aber natürlich deutlich besseres Handling dadurch, weil der Handling-Set nicht relevant ist. Zu der Strecke habe ich jetzt nicht so viel gesagt, weil es halt echt nicht so viel zu sagen ist. Also sozusagen die Pilze gesammelt, um den Offroad-Shortcut zu nehmen. Shortcut, wenn ich diesen Run jetzt über die intended sind und kein Skip ist, also kein nicht auf dem Glitch basieren und die anderen nicht Skips, erstmal für die Differenzierung. Und Kumo weiter ist es auf Deutsche. Das ist richtig. Ach, perfekt. Genau, die deutschen Namen kenne ich leider nicht auswendig. Weiß immer auf Englisch Spiel. Da helfe ich dir ein bisschen. Ach, perfekt. Das ist sehr gut von dir. Genau. Hier haben wir haben die Rampe gerade gesehen und sehr, sehr wichtig ist, dass man sozusagen die richtig anfährt. Weit am Rand dieses Boost-Panels, weil sonst hat man höheren. Ich weiß gar nicht, ob ich schlechtes Internet habe. Teko, wie ist es bei dir? Was denn genau? Alessia sagt, merkst du irgendwas dergleichen? Nee, die Frage ist an dich gerichtet. Ja, genau, deswegen. Nee, also bei mir ist es. Nee, bei mir habe ich gutes Internet gerade. Und du, okay. Sehr gut. Wenn ihr sonst es nicht merkt, dass ich hacke, ist es
Was du gerade noch vergessen hast, was du gerade noch vergessen hast zu erwähnen, diese Mechanik an der Rampe, dass man an der Rampe einen Sprung machen kann, die gibt's eher, ist eine Mechanik, die erst seit der Wii-Version halt gibt. Genau. Bei dem Vorgame gab es die ja noch gar nicht. Genau. Resistanz gibt es erst bei wie. Genau, mindestens sehr wichtig ist, dass man sozusagen rechts an die Rampe fährt, so ganz dicht, damit man nicht einen hohen Sprung hat, weil hohe Sprung, also hohe Airtime ist ziemlich schlecht, weil es langsam ist. Oh, jetzt Pilzschlucht. Der erste Skip in dem Spiel, den wir sehen werden. Und wir haben erstmal die Pilze gesammelt, um jetzt auf den nächsten Pilz zu fahren und dann hier rüber über die Rand zu nehmen. Normalerweise macht man es, wenn man für Weltrekord geht, zuerst diese Strecke, weil die Strecke relativ schwer ist vom Skip. Man nutzt bei Time Trials sozusagen das V-Wheel, weil das Skip dadurch einfacher ist. Der Skip sieht natürlich ziemlich komisch aus auf den ersten Blick. Und zwar, warum funktioniert so ein Skip überhaupt? Ist es folgendes. Es gibt eine 80%-Regel in dem Spiel. Das heißt, man muss sozusagen 80% der Strecke fahren, um dass es wirkt als Runde. Dazu gibt es mehrere Checkpoints. Und die sieht man nicht auf der Strecke. Und anhand der Checkpoints, die man durchquert ist, weiß das Spiel ungefähr, okay, du hast jetzt 20% der Strecke, 25% der Strecke gefahren, aber das System hat einen fundamentalen Fehler, und zwar, es checkt vorderen, also den Bereich, wo du vorher warst, ob du da durchgequert bist, durchgefahren bist, und den danach. Indem wir sozusagen einfach einen Teil der Strecke durchqueren und den letzten Checkpoint als erstes berühren, hat es nicht das Problem, denkt es, okay, wir sind die Strecke durchgefahren, selbst wenn sie es gar nicht sind. Dadurch zählt die Runde. Genau, jetzt sind wir schon bei Todds Fabrik. Genau. Kannst du dazu was sagen? Ach so, ich hab grad ein paar Momente. Ich würde sonst erstmal schauen, ob ich mein Mikro noch mal besser einstellen kann. Also zumindest sieht man gerade, dass kurz vor Ende der Strecke, dass man da im richtigen Moment bei dem Beschleunigungsstreifen draufgefahren ist, kann er da rechts entlang da einen Sprung machen und dann überspringt er so einen kleinen Abschnitt. Davon muss er nicht zu sehr rechts abbiegen. Ja, auch bei der Strecke gibt es jetzt nicht sehr viel zu sagen, aber dafür. Also man fährt quasi so jetzt. Nee, das war kein Beschleunigungsstreifen. Nee, das war das war so eine Buckelpiste und die. Da kann man irgendwie, wenn man im richtigen Moment rechts abbiegt, da ein bisschen Schwung mitnehmen, dann kann er da halt so einen kleinen. Wie gesagt, so einen kleinen Abschnitt da überspringen. Wie man sieht, bei dieser Strecke gibt es jetzt kaum Skips. Also bis auf den einen hier, den man gerade gesehen hat. Genau, das ist der einzige Shortcut, den wir hier haben. Genau. Ich schaue, wie gesagt, immer noch weiter. Ich soll es, glaube ich, gelöst haben, das Problem. Ja, Zorgo. Achso, okay. Aber kannst du jetzt wieder springen? Ist er soweit mit deinem Mikro in Ordnung? Davon gehe ich aus. Wenn ihr das nochmal hört, bitte Bescheid sagen. Genau, die Strecke hat nur diesen einen Shortcut, den Tego gut erklärt hat. Wichtig ist halt sozusagen die Position, auf die man eingeht bei dem Boost-Panel. In dieser Strecke gibt es auch einen Skip, den wir aber nicht machen. Dort springt man am Ende dieses
dieser Strecke sozusagen von einem der Bäume hier links ab, um sozusagen anhand des Boosts, den man durch den Pilz hat, sozusagen hochzuspringen und dann auf links im Out of Bounds runterzuspringen. Und dadurch überspringen wir einen großen Teil der Strecke und das zählt dann halt als Skip, als Runde schlussendlich. Was wir gerade, was mir auch gerade einfällt, ist ein sehr wichtiges Unterschied in diesem Spiel ist halt, dass man recht viel freie Auswahl hat, ob man mit Items spielt oder ohne. Und vor allem, welche Item-Settings man nutzt. Es gibt in dem Spiel einmal die Standard-Items, also die man halt kennt von Grand Prix zum Beispiel und auch von Online. Und einmal strategisch heißt es, glaube ich, im Deutschen. Marius Piste müsste es sein. Genau, die Strecke. Und dort gibt es zum Beispiel keine Blitze, keinen blauen Panzer und dadurch stellen die keine Probleme dar. Aber es gibt mehr Pilze und deswegen nutzt Logan sozusagen dieses Item-Setting, um halt mehr Pilze zu bekommen. Viele andere Runner spielen ohne Items, damit sie auch nicht mehr von roten Panzern zum Beispiel getroffen werden und Bananen keine Probleme machen. Ist halt wiederum weniger, interessant, wenn man ohne Items fährt. Absolut. Aber wir sehen auch gleich wieder den nächsten Skip, den wir auch dieses Mal wirklich machen. Ich bin gespannt. Okay, er versucht gerade einen anderen Setup, der schneller wäre, aber ja, hat leider nicht geklappt. Dementsprechend machen wir sozusagen die alte Methode. Und es hat auch nicht geklappt. Also damals hat man sozusagen das nochmal anders, dass man dann von oben, wo man diese Art kleine Rampe sieht, und dann fährt man anhand einer richtigen Position runter. Aber es gibt viele Möglichkeiten, um die sozusagen zwischen diesen zwei Positionen zu skippen, rein zu glitschen. Und daran kann man hier im Out of Bounds fahren und ganz schnell beenden. Dafür muss man bestimmte Checkpoints erreichen und die er leider gerade nicht getroffen hat. Okay, jetzt geht's. Perfekt. Und jetzt fährt er einfach über den Parkplatz und beendet diese drei Runden, was natürlich deutlich entspannter ist. Die Tricks will man wahrscheinlich durch die Testvideos wahrscheinlich herausgefunden haben, oder? Also nicht nur. Manche ja. Okay. Manche hat man auch im Test gefunden und da hat man über für Real-Time-Attack, also wobei meistens Time-Trials, andere Setups gefunden. Zum Beispiel nachher nochmal drauf ein, bei einer Strecke, wo es das Geprecht neu ist und auf einer sehr schönen Mechanik basiert. Genau. Hier sieht man DK Summit. Die Schikane. Und danke, DK Schikane. Eine Strecke, die eine sehr interessante Time-Trial-Geschichte hat. Und zwar, es gab eine sehr, sehr lange Zeit, dass man, also man hat ja nach jeder Runde sozusagen eine Zeit. Und man sieht ja ungefähr, wie lange die Runde gedauert hat. Und das Problem dort war, dass man eine sehr lange Zeit nicht mal gleiche Sekunden hatte. Weil die Strecke sozusagen so kompliziert ist vom Movement her. Und dementsprechend hat man es sehr lange nicht hinbekommen. Das ist mittlerweile anders, nachdem es einfach besser wurde. Genau, hier fährt man einfach links oben, um halt sozusagen diese Kurve zu skippen. Und dann hier ein paar Stunts, weil man nach einem Stunt einen Boost bekommt. Hier gibt es unterschiedliche Methoden, um diese Abgründe zu skippen, also zu überspringen. Der ist ganz einfach. Einfach reindriften und dann wirst du wahrscheinlich geschafft haben, den ersten Abgrund zu überspringen. Also das lernt man bestimmt so in 2 Minuten, 3 Minuten. Also sollte man ungefähr 4th oder 2nd try, also im ersten oder zweiten Versuch hinbekommen. Für der zweite ist deutlich schwerer, da muss man im richtigen Moment mit B abbremsen und dann richtig runterfahren, richtig beschleunigen und richtig driften. Aber wenn man das ein bisschen gelernt hat, ist es recht einfach und recht konsistent. Christi schreibt, ob die Airtime in Mario Kart Wii auch so schlimm
ist wie in Mario Kart 8. Ja, also Airtime möchte man wirklich vermeiden. Ich weiß nicht, wie schlimm das in Mario Kart 8 ist, aber es ist hier wirklich schlimm. Also man muss wirklich reduzieren und man versucht wirklich alles. Zum Beispiel Low-Tricks zu machen, also dass man sozusagen einen Stunt so macht, dass es recht niedrig gehalten wird, dass man wirklich eine sehr niedrige Airtime hat. Hier gibt es einen nächsten Skip in der Varius Goldmine. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, den Skip durchzuführen. Und zwar eine, die man hier im RTA macht, ist halt so, dass man jetzt sozusagen einfach nach vorne fährt mit diesem Boost-Panel, der nach oben pusht und dann hier anstößt. Dieses Anstoßen ist essentiell, sonst wird die Runde nicht gezählt. Und dementsprechend machen wir es einfach so. Es gibt aber zum Beispiel einen Weltrekord, springt man von dieser ersten grünen Röhre ab, dass man dann von unten nach oben gesprungen wird und dann fährt man einfach zurück. Sehr, sehr, sehr schwer. Ich glaube, wann war das? Vor 4 Jahren, schätze ich mal, hatte zum Beispiel Mr. Bean 35.000 VR, den mit Luigi. Und Luigi ist, weil es einfach sein Lieblingscharakter ist und Luigi ist nicht mal der beste Charakter. Weil einfach niemand Lust auf diesen Weltrekord hatte. Und nein, also das ist die einzige Möglichkeit, also Melon, das ist die einzige Methode, die man so im Speedrunners macht. Also trotz dem Stoß mit der CPU hat man jetzt circa 1 Minute zum Beispiel durch diesen Skip gespart, um einfach mal zum Vergleich zu haben. Normalerweise fährt man ohne Skip so circa 2 Minuten diese Strecke. Daisy Circuit zeigt noch eine andere sehr interessante Mechanik in diesem Spiel. Stimmt, es gibt noch die Boost-Start-Mechanik und im richtigen Moment muss man, wenn die 2 runtergeht, also sozusagen angezeigt wird und langsam weggeht, A drücken und dann geht das. Genau, was Logan gerade versucht hat, ist folgendes. Wenn man richtig reindriftet und den Driftboost sozusagen im richtigen Moment loslässt, also zündet, wird man nicht im Offroad nicht verlangsamt. Dies ist leider nicht gelungen. Und dadurch nutzt man sozusagen diesen Shortcut ohne Pilz. Das hat mit Pilz gemacht, aber das lernt man auch relativ schnell, dass man sozusagen, weil man zündet. Und das hat jetzt geklappt und man hat es gesehen. Man fährt also sozusagen relativ lang noch mit dem normalen Tempo, beziehungsweise einem leicht verlangsamten Tempo rein. Dann kommt das Boost-Panel und man verliert keine Zeit, spart sogar Zeit dadurch. Wie heißen diese, was man auf der Straße stellt, ist gerade, diese roten und blauen, grünen, gelben Dinge, diese Hüte oder so. Ja, so Zylinder oder irgendwie was? Genau, diese Zylinder. Oder Straßhütchen könnte man auch sagen. Ja, genau, diese Hütchen, die können sehr nervig und ärgerlich sein. Pylonen, genau, danke, Chat. Oder Pylonen, ja, genau, Pylonen. Das, ja. Genau, die haben einen eigenen Willen manchmal. Und es kann passieren, dass sie aufgrund von RNG sozusagen dich abbremsen und dann verlierst du Zeit und es ist wirklich sehr ärgerlich. Ja, das kenne ich noch, das kenne ich auch noch von früher. Also, dass solche Gegenstände manchmal einfach bremsen. Oh ja, und ja, die nächste Strecke, wo es eigentlich einen Skip gibt, den wir aber nicht machen werden. Sehr kompliziert, es haben auch nicht viele Leute geschafft bisher und ich glaube, es ist auch letztes Jahr ist gefunden worden. Wie gesagt, in den letzten 2 Jahren gab es sozusagen eine Skip-Revolution in dem Spiel, dass man wirklich etliche Skips gefunden hat. Capes, einer der. Und dementsprechend hat, ich glaube, jetzt nur 11 Strecken in diesem Spiel kein Skip. Also im RTA-Bereich, also im Time Trial-Bereich. Und im Test ist es noch mehr, dass die einen Skip haben. Hier ist es wirklich sehr wichtig, dass du sozusagen in dem Wasser fährst, was dich beschleunigt.
und einfach eng fahren und dann machen wir Wheelie. Wheelie ist das, wo Funky Kong auf einem Rad fährt. Dadurch hat man einen Geschwindigkeitsboost, wodurch man das versucht durchgängig zu machen, gerade auf so Geraden. Wie man gerade auch gesehen hat, Goombas können auch Pilze oder allgemein auch Sterne drin haben. Pilze sind aber deutlich häufiger der Fall. Wobei, Sterne können sie nicht haben. Ich verwechsel es gerade mit der anderen, worauf ich gleich eingehen werde. Melone fragt. Genau. Eine, ja, oder willst du gerade die Frage beantworten? Hat mal den Cooper Cape Ultra geschafft im Time Trial. Das müsste ich gerade mal nachschauen. Bei Mario Kart 8 haben sie, bisher. Haben sie im Unterwasserbereich die Blitze da, diese Blitzräder da entfernt? Okay. Da habe ich, weiß ich jetzt nicht, aber. Also es haben bisher, wie ich ja gerade auf den ersten Blick sehe, drei Leute bisher nur den Shortcut geschafft. Und das ist einmal Lawrence, Logan, den wir gerade hier sehen, und Kai. Und das sind Lawrence und US-Amerikaner und Kai ist Japaner. Oh, es gibt gerade Probleme mit dem Spiel. Nee, das liegt an Stream-Setup. Also es liegt nicht am Spiel, das muss wahrscheinlich an der Capture Card liegen. Ach so, okay. Ja, dann. Oder an Logans Internet. Sehr ärgerlich. Ich hoffe, Logan kommt gleich wieder. Ja, da müssen wir jetzt eben abwarten, ob es da gleich genau weitergeht oder nicht. Also, gehe ich von aus. Werden kann. Ich hoffe es und ich gehe davon aus. Genau. Cooper Cape ist halt wirklich eine der Strecken, wo man einen Weltrekord, also den Skip vor echt kurzer Zeit gesehen hat, gefunden hat. Und dementsprechend haben es erst drei Leute geschafft. Alleine, weil es auch so schwer ist und nervenaufreibend ist. Ist wahrscheinlich auch für den Speedrun riskant auch, oder? Also im RTA-Bereich, also wo man mehrere Strecken fährt, macht man es nicht. Im Time Trial, wie gesagt, drei Leute. Und der erste wurde. Warte. Der erste, okay, das ist jetzt zwei Jahre her. Der Glitch wurde 2021 gefunden. Also die man RTA macht. Ich weiß nicht, wann der im Test gefunden worden ist. Ich glaube, der ist im Test leicht anders. Da kann ich mich aber auch gerade täuschen. Aber ja, zwei Jahre her, alt. Drei Jahre fast. Der erste Weltrekord mit diesem Skip wurde am 27.02.21 gemacht, aufgestellt. Dementsprechend ist es noch recht wirklich sehr, sehr neu und man darf nicht vergessen, dass dieses Spiel dieses Jahr 16 wird, ich glaube am 11. April 2008 war das, genau. Am 11. April kam es in Europa raus, in Japan am 10. April. Dementsprechend dieses Jahr darf das endlich in diesem Land hier, das ist ja da so toll. Falls man zelebrieren möchte, den 16. Geburtstag, könnte ich dieses Jahr machen. Das heißt wiederum auch. Genau, Game Terrace. Das ist genau. Das kann man endlich Bier kaufen und. Genau. Das heißt auch wiederum, dass auch seit 16 Jahren es möglich ist, auch hier von der Rampe einen Sprung zu machen, um einen kleinen Boost zu kriegen. Genau. Also. Drink and Drive. Alles, ja. Da hört sich gut an. Drink and Drive. machen aus, das Spiel heißt Mario Kart Wii natürlich. Aber dafür müssen wir erstmal ein bisschen warten und dann sieht es wieder besser aus. Ja, für die jetzt gerade erst einschalten, es gibt gerade technische Probleme bei Mario Kart, bei dem Banner und Mario Kart Wii. Wir hoffen. Ja, hört sich jetzt so an, als ist er jetzt wieder da. Alles klar, es geht weiter. Genau, Maple Treeway. Hier sehen wir gleich den nächsten Skip. Genau, Blätterwald heißt es. Auch ein sehr cooler Name, muss ich zugeben. Und
Ja, wir holen uns erstmal gleich Pilze. Und im Hauptstream wurde auch gerade gesagt, das ist wirklich, und wir werden gleich sehen, warum das der Fall ist. Alba wurde es im Weltrekord selbst nicht First Try geschafft. Genau, und wo ich meinte, es können auch Pilze, auch Sterne auftauchen in diesem Blätterhaufen, können Pilze oder Sterne spawnen. Und ja, jetzt kommt gleich der Skip. Hier müssen wir dann links fahren und ähnlich wie in Coconut Mall müssen wir hier zwischen zwei Dinger glitschen und es ist, ja, es ist geklappt. Jetzt sind wir sozusagen out of bounds und können auf anhand dieses Pilzes hier runter glitschen und sozusagen einen Checkpoint treffen, den wir müssen. Dementsprechend kann man den auch nur in der zweiten, dritten Runde machen. Und jetzt müssen wir hier runter rüberspringen und yes, sollte höchstwahrscheinlich hier funktioniert haben. Ja, und jetzt gleich nochmal machen. Ah, shit. Okay. Never mind. Ich glaube, wir müssen jetzt normal fahren und das dauert natürlich, kostet natürlich deutlich mehr Zeit. Ärgerlich, es ist wirklich sehr, sehr ärgerlich, aber es ist wirklich sehr schwer und es ist zum Glück noch RTA möglich. Ja, stimmt, ich habe noch gar nicht erklärt, was jetzt... Ja. Ja, eine Zwischenfrage, bei welcher Zeit stehst du gerade? Bei 21:47. Alles klar, ja, dann bist du nur so 2-3 Sekunden hinter mir. Warte, ich mach mal einen Refresh. Genau. Jeffrey, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wie kommen wir auf solches? Teils einfach, man hat eine Idee und denkt, okay, das probiere ich jetzt aus. Sowas in der Anfangszeit, heutzutage weiß man deutlich mehr über das Spiel. Zum Beispiel diese 80%-Regel, dass man sozusagen 80% einer Strecke gefahren sein muss, damit die Runde zählt. Und sozusagen schaut man anhand von Test-Tools, wie das geht. Und ich bin gerade überrascht, warum Logan nach vorne gefahren ist. Okay, er meint, es war ein Fehler seinerseits. Es waren 95. Ich glaube, es waren 80%. Eigentlich müsste man nach hinten fahren, das was Logan gerade gemacht hat, um sozusagen auf diesen Felsen zu springen. Und dort sind mehrere Checkpoints, die man sozusagen treffen muss, damit eine Runde zählt. Ja, und das ist irgendwie, glaube ich, in der ersten Woche gefunden worden. Also, es ist ein sehr alter Skip in diesem Fall. Das war der erste Skip, den man in diesem Spiel gefunden hat, weil es einfach unglaublich einfach ist. Und wie gesagt, in der ersten Woche oder so wurde es gefunden. Praktisch, dass man halt nur bis so direkt nach Start nur auf diesen einen Felsen draufspringen muss und einfach nur Ehrenrunden fahren muss. Genau, aber man muss bestimmte Punkte auf diesen Felsen treffen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, es war auch sehr, wie Chrissy gerade gesagt wurde, es wurde damals schon sehr oft online gepostet und geteilt, sehr oft online leider verwendet. Dies ist zum Glück heutzutage nicht mehr der Fall, weil die Custom-Server, die wir verwenden, dank Veeam und Leseratte, die sozusagen die Ersatzserver erstellt haben für Wii-Spiele, dort funktionieren diese Skips nicht, die wir hier sehen. Genau. Gerade haben wir auch gerade gesehen, dass er ist auf in diesem Blauen, um sozusagen richtig getroffen sind und dann ging das. Dass man sozusagen um die Ecke reinfällt. Und das ist wirklich sehr, sehr essentiell. Beziehungsweise nicht essentiell, aber wenn man mehrere Sekunden sparen möchte, ist es natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man richtig sich positioniert, damit man um die Ecke kommt. Statt einfach rumfahren zu müssen.
Allein weil der Sand einen verlangsamt. Auch, muss ich sagen, fährt sich in dieser Strecke deutlich schlechter. Aufgrund des Sandes, den man hier sieht. Also dieses graue Sand und der dunkelgraue ist noch schlimmer. Der graue Sand, also hellgraue, verändert sozusagen nur die Physics, weil es eine Art Offroad ist, was aber nicht, einen nicht verlangsamt. Und die dunkleren Sände, die verlangsamen einen halt. Ja, Tego, was wolltest du sagen? Dafür denke ich, müsste er schon seit Release das gespielt haben, weil sonst würde er nicht solche Fahrkünste drauf haben. Oh, das denkt man, aber es gibt viele Racing-Games auch, wo junge Runner auf einmal auftauchen und sehr viele Weltrekorde aufstellen. Im Racing zum Beispiel passiert das aktuell, dass eine aufstrebende Runnerin Lea Rekorde holt. Und ich glaube, sie ist jetzt 20 oder 21. Also sie war nicht mal geboren, wo das Spiel draußen war. Und hat jetzt, glaube ich, mit dem Spiel vor 2 Jahren angefangen. Okay, ja gut, dann. Und das passiert häufiger, als man denkt. Also letztens auch bei Tetris zum Beispiel. Und dementsprechend, vielleicht kommt morgen ein neuer Runner zu Mario Kart Wii und stellt auf einmal die krassesten Weltrekorde auf. Das kann alles passieren. Und das ist das Unglaubliche, was ich an Speedrunning auch sehr gerne mag. Und ja, hier Mondstraße. Sehr nervige Strecke aufgrund der Autopositionierung. Das Gute ist, es ist kein RNG. Und das heißt, es gibt sozusagen einen Fixed Cycle, also eine feste Runde, wo ein Auto in welcher Sekunde in der Strecke ist. Nachteil ist, wenn du zu langsam fährst, wo sich das Auto befindet und schafft vielleicht eine Kurve nicht richtig zu nehmen. Diese Kurve zum Beispiel, die er gerade genommen hat, hat er im Weltrekord nicht geschafft, weil er ein bisschen zu langsam war. Und diese nächste Kurve, auch, die wir gerade gefahren sind, war auch sehr, sehr... Das heißt, wenn er sozusagen jetzt irgendwo sich dran gestoßen hätte, wäre es schlecht. Genau, und Melon, Slipdrift, genau. Es gibt unterschiedliche Driftarten in diesem Spiel. Die mehr oder weniger leicht oder schwer sind. Genau, zum Beispiel diesen Slipdrift, der sehr eng sozusagen genommen werden kann, wenn man R drückt, um zu driften, springt der Charakter kurz hoch. Und wenn man in dem Moment richtig den Joystick in die richtige Richtung, wenn er aufkommt, nutzt, dann nimmt man die Kurve deutlich enger. Und Logan hat die Strecke sehr, sehr gut geschafft, muss ich sagen. Also wirklich traumhaft gut. Die hat er nicht so gut geschafft im Weltrekord. Zu fahren ist auch nicht einfach, weil man muss auch auf... Wie bei Toads Autobahn zum Beispiel, also von N64, dass auch ein bisschen durch die entgegengesetzten Autos aufpassen muss. Oh ja, zum Glück, wie gesagt, es gibt den Fixed Cycle und da muss man keine Angst haben, dass man irgendwie was falsch macht, wenn man richtig fährt. Aber Chrissy, es gibt auch 200 CCM, auf jeden Fall Mario Kart Wii, aber in separate genau, als, Mod. Einstellungen auf jeden Fall. Mod. Ja, genau. Genau, und jetzt, wir sind jetzt hier im Bowser's Castle, also das Bowser's Festung, eine sehr, sehr coole Strecke. Und hier gibt es auch einen Skip, den wir leider nicht sehen werden. Dieser benötigt einen Pilz und man könnte dann, das kann ich gleich sagen, hier diese Boost-Panel hochfahren und dann sozusagen nach oben in die Decke sich rein glitschen, um dann halt ca. 10 Sekunden zu sparen, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, das Spiel wirkt halt wirklich im Vergleich zu Mario Kart 8. Also bei Mario Kart 8 wirkt echt irgendwie langsam. Hier wirken sie echt schnell. Wirklich sehr interessant, wie unterschiedlich es bei den Mario Karts ist. Die meisten werden es wahrscheinlich wissen, aber sobald dann dieser Powerblock erscheint, wenn man dann im richtigen Moment wedelt oder wenn man mit Controller spielt, eine Taste drückt, dann... Genau, nach D-Pad oben in dem Fall. Okay. Genau, dann sozusagen dreht man sich nur einmal. Aber es gibt noch eine deutlich coolere Sache, die man machen kann. Wenn man sozusagen, man hat einen kleinen Frame-Window, also einen kleinen Frame-Zeitraum. Logan hat es gerade versucht, also es geht auch ohne Pilz. Ist aber deutlich schwerer. Aber jetzt
wisst ihr, was ich in der ersten Runde meinte? Es gibt hier diesen Skip. Der hat Logan vielleicht versucht und leider nicht geklappt. Mindestens bei den Powerblöcken kannst du auch das komplett skippen. Das ist so nicht ein Item verlierst. Wenn du im richtigen Moment aber das ist wirklich sehr schwer hinzubekommen und ja. Sinnvoll, wenn man online spielt, Competitive zum Beispiel. Also es gibt auch eine sehr aktive Competitive Community in Mario Kart Wii. Dass man dann sozusagen 6 versus 6 spielt. Das ist eine ganz andere Community, worauf ich jetzt nicht eingehen kann, aus zeitlichen Gründen. Ja, aber ja, das ist auch eine Art. Es gibt nochmal. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ja, probiert's. Und, mal. Okay. Nee, ist, schade, ist ja nicht durchgekommen, okay. Aber ja, hätte es geklappt, wäre es unglaublich gewesen. Und, aber dass es überhaupt versucht hat, ist wirklich krass. Also, ich hätte es mir jetzt nicht zugetraut im RTA. Also im HDQ-Setting. Aber ist das etwas, was du an solche Tricks wiederum üben würdest? Also, man übt natürlich, ja. Also, es gibt dafür sehr gute Tutorials-Videos auf YouTube und wo man zum Beispiel den Input des Runners sieht, der sozusagen das Video demonstriert und dann kann man es lernen, ja. Sehr schwer, aber geht das. Ich kann es zum Beispiel die meisten nicht, weil es mich nicht interessiert. Selbst wenn ich es sehr cool finde, dies zu sehen. Und ja, Rainbow Ride ist jetzt auch eine Strecke, die wo es auch Road, erst seit nicht, drei Jahren... Road, genau, danke. Rainbow Ride war SM64, also mal 64. Genau, Rainbow Road hat auch einen Skip, den man vor, ich glaube, 3 Jahren gefunden hat. Ja, sehr lange war es Test-Only, mittlerweile hat man es auch RTA geschafft, also im Time-Trial-Setting. Und genau, hier ist es sehr gut, wenn man jetzt sozusagen richtig Stunts macht, so andersweitig einen Boost bekommt, kann man hier rüber und dann halt natürlich ca. 3 Sekunden, schätze ich mal, sparen. Hier driftet man rein, um halt sozusagen dann gleich hier unten zu landen. Also dieser linke Weg ist deutlich schneller als der rechte. Und das ist an diesem Skip ist halt sozusagen auch, du gehst halt, du hast ja, fährst ja hier runter. Wenn du nach unten fährst, siehst du ja so ein Boost-Panel. Sozusagen drehen wir uns jetzt vor dem ersten Boost-Panel um, dass wir sozusagen von hinten einen Boost nach zurückbekommen und gehen anhand des Geländes auf der rechten Seite in dieses Gelände rein. Können wir dann versuchen, mit anhand von mehreren Pilzen oder einem Pilz auf die andere Seite zu landen. Und wenn wir das schaffen, im richtigen Punkt der Strecke, dann zählt das als Runde und wir haben unglaublich viel Zeit gespart. Es ist wirklich göttlich. Also es ist wirklich... Aber oh mein Gott, das ist wirklich sehr schwer. Aber das wird er jetzt nicht probieren, oder? Ich bezweifle das. Also es ist so schwer. Ich gehe davon aus, dass vielleicht 2, 3, vielleicht 4 Leute es geschafft haben auf der Welt. Also, das wird er nicht versuchen. Hat er auch nicht gemacht. Weil, nee. so fällt es natürlich auch trotzdem sehr, sehr gut. Und hier versucht man natürlich anhand diesen Stunts Boost aufzubauen. Was man auch noch zu erwähnen hat in dem Spiel ist, es gibt unterschiedliche Stunts. Also, wenn man mit GameCube-Controller oder mit Classic-Controller spielt, was er bei Subway nutzt, er nutzt einen Classic, kann man anhand der D-Pad-Position unterschiedliche Stuntarten ausführen. Und das ist ziemlich notwendig für das Spiel. Und das hat er auch jetzt gerade, also er nutzt meistens die, wenn man nach D-Pad nach unten, nach oben drückt. Genau, wie Chris jetzt sagt, geht's in die Retro-Tracks und das geht spannend weiter. Ich würde sagen, ich finde diese Retro-Tracks in Mario Kart Wii am besten von allen Mario Karts. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich Mario Kart Wii am meisten gespielt habe und damit aufgewachsen bin. Und ja, weil es so ein gutes Spiel ist, gibt es hier natürlich einen nächsten Skip, den wir wahrscheinlich leider nicht sehen werden. So ist es halt leider eine relativ langweilige Strecke, möchte ich nicht sagen, aber du fährst recht geradeaus. Man muss sagen,
das Besondere an nicht Time Trial, also an Grand Prix oder Versus oder Online, ist, dass es diese Enten gibt. Und wenn die Enten dich treffen, fliegst du nach oben und ja. Und dann überspringt es passiert den Besten. Kommt man quasi auf die andere Seite dann wieder, oder? Nein. Also du fliegst nur nach oben und verlierst halt nur Zeit. Alles gut sonst. Okay. Ist im Meta-Verfahren passiert, weil die Enten echt aggressiv sind, wie wir gerade gesehen haben. Also Logan war halt echt knapp vorbei. Genau. Und wie wir gerade gesehen haben, ist auf der rechten Seite solche Bäume und so eine Halterung von der Flagge, von der Startflagge. Wenn wir jetzt sozusagen vom Baum mit dem Sprung und dem Pilz abspringen, können wir auf die andere Seite kommen, wo wir jetzt den Sand sehen. Und dann können wir, zählt das sozusagen auch als Skip und als auch als Runde. Und dementsprechend kann man die halbe Strecke damit überspringen. Ah, es hat gerade bei ihm wieder fast geruckelt. Also, ja, bei mir auch leider. Hoffentlich jetzt nicht, sag ich. Hoffen wir nicht, nee. Problem mit seiner Capture Card. Das wäre wirklich sehr ärgerlich. Und ja, jetzt kommen wir zu Yoshis, Yoshis Felle heißt es, glaube ich, im Deutschen, ne? Ja, genau, also ja. Yoshis. Ja, genau. Ja, genau. Hier gibt es im Test, also ein Shortcut. Und den sie leider nicht im RTA, also im Time Trial oder im Real-Time Attack, nicht gibt. Zu der Strecke zu sagen, ist sehr wichtig, dass man sozusagen diese Felle hat, die einen runter... Ding, aber es ist trotzdem sehr Yoshis und schneller. Das ist auf Deutsch, lese ich gerade. Ach, danke. Danke. Und genau, hier gibt es eine Skip-Zeit diesen Monat, auch so der Ende letztes Jahres, ich glaube Anfang dieses Jahres war es. Also ganz neu, dass man sozusagen auf den auf das Ei in der Mitte springt und dann, ja, auch wieder eine halbe Runde spart ungefähr. Und das ist aktuell nur Test möglich. Und was überhaupt ein Test ist, also was ein Assisted Speedrun ist. Achso, du fragst, ob ich weiß, was das ist. Genau. Oder wie? Ja, achso, genau. Nee, ich konnte gerade durch dein Mikro das nicht gut hören. Ah, okay. Ja, so Tool Assisted Speedrun. Ist quasi dass Speedrun Glitches entdeckt werden, die realistisch jetzt nicht direkt umsetzbar sind, also beziehungsweise also wahrscheinlich nicht bei allen, aber man kann, wenn man die Tricks, wenn man manche Tricks ausprobiert, dann ist es schon möglich, dass die auch zum Teil realistisch umsetzbar sind. Aber das, ansonsten sind das Tricks, die bis jetzt realistisch nicht umsetzbar sind, wie es gerade so gesagt hast. Genau, so ähnlich. Man nutzt Emulatoren und dort mehrere Emulatoren-Features, zum Beispiel RAM-Viewer, dass man sozusagen die RAM-Adressen des Spiels sieht, also die Arbeitsspeicheradressen, und anhand dieser sozusagen sagen kann, okay, du fährst jetzt mit so und so viel kmh in diesem Spiel. Oder es gibt so ein Tool, dass man sozusagen Input einfügen kann anhand mit der Maus, dass man sozusagen die richtigen Koordinaten des Sticks auswählt. Oder du drückst halt sozusagen in diesem Frame die A-Taste und im nächsten Frame die B-Taste und so weiter. Und sozusagen kann man das Frame für Frame beim Erstellen. Und daran ist sozusagen Sachen möglich, die im echten Leben gar nicht möglich sind. Weil das Spiel läuft mit 60 FPS, das heißt 60 Bilder pro Sekunde. Und ja, das ist natürlich deutlich schwerer, das ist umzusetzen, als wenn man mit einem... Ja, Marius Rempis, der N64, hier will er jetzt drei Toro-Pilze einsammeln und jetzt versuchen gleich an einer gewissen Stelle über die Mauer auf die andere Seite rüberzukommen. Nope, das ist in Mario Kart 64. Machen wir es nicht. Hier gibt es noch keinen Glitch, zumindest nicht im RTA-Setting. Ah, okay. Dafür nutzt man jetzt die Pilze, um halt sozusagen diese kleine Kurve abzusparen, die halt auch sonst echt viel Zeit kosten würde, ich glaube.
3 bis 5 Sekunden. Aber ich meine mal gesehen zu haben, dass das auch hier bei der Wii-Version, also hier irgendwie möglich sein soll. Genau, also anhand von Test-Tools, also Tool-Assisted Speedrun-Tools, das ist dann möglich, soweit ich weiß. Aber im RTA oder Time-Trial-Setting, also sozusagen, wenn man es als Mensch spielt, ist es nicht möglich. Okay, dann habe ich das übersehen. Sehr wichtig zu erwähnen ist ja sozusagen jetzt der Shortcut. Also ich habe es ja vorhin erwähnt, dass man versucht, ganz niedrig immer die Stunts zu machen. Und anhand, dass man sozusagen ganz leicht in die Röhre fährt, und anhand dieses Randes einen Stunt macht, hat man sehr wenig Luft, also Airtime, also sozusagen, dass man sehr kurz in der Luft ist. Und trotzdem bekommt man den Stunt hin, dadurch den Boost des Stunts. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Wenn man jetzt zu hoch fährt, dauert es halt deutlich länger, bis man am Boden ist und verliert Zeit. Und jetzt geht es auch schon wieder zum nächsten Cup. Und bisher schlägt sich Logan sehr, sehr gut, muss man sagen. Trotz den ganzen Problemen, die er hat, was halt auch für Spiel und so einen langen Run gesagt. Zumindest gut, dass er es in einem Showcase ausprobiert. Oh ja, das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und das ist ja auch jetzt eine Strecke, wo ein weiteren Skip existiert. Dass man sozusagen von der Anfangsfahne links abspringt, wie mit dem Pilz und sozusagen ins Wasser ganz weit hinten landet. Und dann sozusagen respawnt. Oder man hat so, es landet sogar so gut, dass man auf der weiteren Fläche landet und halt ein weiter ist, noch eine Runde zu verwenden. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, die man zum Beispiel nur im Flap, also Fast Zeitfahren-Setting macht. Und selbst da haben es nicht sehr viele geschafft, weil so eine Art Glitch ist halt echt nicht spaßig für die meisten Leute. Genau, hier ist es auch wieder dieses Offroad-Setting, dass man sozusagen anhand eines Offroad-Stats wird sozusagen gesagt, wie leicht oder schwerfällig die Steuerung ist. Und wir sehen hier wirklich mit Funky Kong, es ist wirklich eine Qual, weil man so hin und her rutscht und gar nicht mehr wirklich richtig driften kann, wie es auf einer normalen Strecke der Fall ist. Aber zum Glück gibt es hier in diesem eine ganz normale Physik und dann ist es auch wieder einfacher. Was natürlich sehr nervig sein kann, sind die Pinguine, aber das ist ja nicht das Problem. Die sind auch wieder auf einem Fixed Cycle sozusagen, dass man auf der Strecke immer die gleiche Position hat im gleichen Zeitpunkt. Aber natürlich ist man nicht immer gleich schnell und dadurch ist es auch wieder das Problem, dass man halt nicht weiß. Und wir haben gerade gesehen, Logan versucht natürlich, die Kurven so eng wie möglich zu nehmen. Wenn man es aber nicht schafft, fällt man runter oder landet sehr schlecht. Und das möchte man nicht. Und Neotras abonniert 21 Monate schon bei Jammage. Wow, das ist unglaublich. Danke, Neotras, für deinen 21-monatigen Sub. Das ist echt keine kurze Zeit. Das hat, glaube ich, wirklich einen Rummel verdient. Also, wow. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne Rummel in den Chat schreiben. Und dann kommt ein sehr schönes Emote. Ich habe es auch euch nicht zu viel versprochen. Dieses Emote ist wirklich sehr, sehr, sehr traumhaft. Oh, jetzt kommen wir zur Game Boy Advance-Strecke, genau. Oh ja, Shy Guy Beach. Sehr wichtig ist, dass ihr es im Cap schreibt. Genau. Shy Guy Beach, ähnlich wie in den habt ihr diese coole Physik, die sich nicht genauso fährt wie auf der normalen Strecke. Und hier gibt es auch wieder einen Skip. Und anhand der Skip funktioniert folgendermaßen, dass du sozusagen am Anfang von dieser Kanonenkugel, die geschossen wird, abspringst und ja, es ist im D2 Tracks, also im RTA-Setting, nicht möglich. Das muss man leider sagen. Und RTA steht, für die Leute, die es nicht wissen, für Real-Time Attack, also dass man im echten Moment spielt. Und das ist sozusagen die echte Zeit,
nimmt. Also man nimmt die Ladezeit mit rein. Genau. Und Endgame-Time sozusagen dann alle Streckenzeiten zusammenaddiert. Was sehr wichtig ist in diesem Spiel, weil die unterschiedliche Wii-Reversion, also es gibt zum Beispiel unterschiedliche Wii-Modelle und die sind unterschiedliche Laufwerke. Und jedes Laufwerk ist unterschiedlich schnell. Das Wii U-Laufwerk hat die schnellsten Ladezeiten. Und man würde natürlich dann riesen Vorteile haben, wenn man einfach die Wii U nimmt und dann mit der Wii U-Version spielt. Aber selbst wenn man es eigentlich schlechter ist. Und dementsprechend hat man gesagt, okay, so, man addiert die Zeiten zusammen. Und ja. Oleotras verschenkt zwei weitere Gift-Subs. Vielen Dank, Neo, das ist wirklich unglaublich. 76 von 300. Zusammen. So, Piazzale Defino vom DS. Oh ja. Da gibt es auch einige Stellen, die man abkürzen kann. Ja, es gibt mehrere Shortcuts. Und es ist auch eine sehr tolle Strecke. Also ich finde diesen Soundtrack in dieser Strecke ist mit das Beste, was man in diesem Spiel hören kann. Also ja, dieses Lied von der Strecke höre ich auch hin wieder gerne. Oh ja, es ist auch einfach. Es ist, ach. Aber wir sehen gleich den nächsten Shortcut. Und zwar, ja, wenn du reindriftest, ähnlich wie in Daisys Piste, kannst du sozusagen im Offroad einfach überspringen, wenn du hier reindriftest und den Boost des Drifts im richtigen Moment zündest. Dann landest du auf der anderen Seite und sparst schon eine recht große Kurve. Und das versucht man natürlich jede drei Runden zu machen. Eigentlich ist es intended, laut Nintendo, dass man halt einen Pilz benutzt. Aber Pilze braucht man halt. Halt hier zum Beispiel abzukürzen, wo man Pilz braucht. Aber ja. Alter, jetzt kein Torpilz hat, wird er nicht diesen Schleichweg nehmen gerade, oder? Genau, und dieser Schleichweg, okay, den du meinst, ist halt zwischen diesen zwei Gebäuden. Und das ist halt so ein Matsch, wo du halt einen Pilz finden musst. Weil der verlangsamt dich noch mehr, als zum Beispiel das Gras es tut. Hätte selber auch nicht gedacht, dass Pilze ein eigenständiges Reich hat. Ja. Der schnellste Charakter in dem Spiel. Es hat einfach die höchsten Geschwindigkeitswerte und jeder Charakter hat sozusagen Vor- und Nachteile und Funky Kong hat den höchsten Geschwindigkeitswert im ganzen Spiel. Deswegen nennt man Funky. Was auch ein bisschen ätzend ist, aber ich spiele natürlich hier den gleichen Charakter und naja, online sind wir halt nur mal Funky dann. Gut, hier hat er auch ein bisschen Glück gerade mit der Brücke, weil man weiß nie, ob sie dann dem Moment gerade hoch oder unten geht. Das ist natürlich ein bisschen Zeitverlust, aber da hat selbst der aktuelle Erstplatzierte auch gar keinen Einfluss drauf. Genau, und Daisy ist sozusagen der zweitbeste, beziehungsweise der zweitbeste Charakter. Die ist halt die schnellste der Mittelklasse. Und hier ist auch wieder eine Strecke, wo es einen Skip gibt, den wir leider nicht sehen werden. Das ist ein Pilz und dann springt man sozusagen von dieser kleinen Erhöhung ab an den Anfangsstart und dann an dem breitet man dann ab und fällt auf der anderen Seite. Hier, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, möchte man eine sehr kurze Airtime haben und deswegen nutzt man einen Stunt und macht es so, dass man sozusagen an der linken Wand landet. Und anhand der linken Wand breitet man ab und fällt schnell runter, als man es normalerweise tut. Im Optimalfall nutzt man hier sozusagen an diesen blauen, die wir gleich wiedersehen werden, einfach, okay, man fällt geradeaus und macht keine großen Stunts, aber ja, es ist sehr schwer. Man muss wirklich richtig positionieren und es ist nicht so einfach. Der Nachteil ist natürlich mit diesem Wand Stunt-Trick, dass wenn man es aus Versehen nicht zündet, dieses Mal klappt es mit dem Blauen deutlich besser. Aber auch nicht optimal, also man hat ja gesehen gerade, dass Logan immer leicht nach oben springt und wieder runterspringt. Der Grund ist, diese blauen
schnell nach oben. Und ja, das ist, möchte man natürlich nicht. Man möchte sozusagen, dass man sozusagen Panel, also Felder als Boost-Panel nutzt, also als diese bunten Regenbogenartige. Hier ist, aber das hat leider nicht geklappt. Was man auch hier sieht, ist, oder vorhin noch nicht erwähnt war, ist, dass nicht jeder Stunt auf jeder Rampe auch nicht immer gut ist. Also das, weil man verliert dann auch ein bisschen Zeit, wenn man Höhe beihält und dann nicht so schnell wieder runterkommt. Genau, und es lohnt sich teils halt einfach gar nicht. Und das ist wirklich sehr streckenspezifisch und positionsspezifisch. Ja. Und das ist auch zum Beispiel eine Strecke gewesen, wo man als Test deutlich andere Technik nutzt, aufgrund der Frame-by-Frame, also Bild-zu-Bild Input-Möglichkeiten, also Eingabenmöglichkeiten. Und dadurch ist zum Beispiel deutlich krasseres Movement möglich, als es eigentlich machbar ist. Und das zeigt dieses Spiel auch aus und ist auch wieder sehr eine neue Entwicklung, dass man sozusagen solche Movement-Glitches sieht. Also nicht nur jetzt Strecken-Skips mehr findet, sondern halt wirklich auch Glitches in der Physik des Spiels, wodurch man machen kann, die sehr verrückt sind. Wodurch man zum Beispiel durchgängig Geschwindigkeit aufbaut und durch die ganze Strecke fliegen kann und dadurch es möglich ist. Das nennt sich zum Beispiel Grinding. Und ja, hier in dieser Strecke ist es sehr wichtig, dass man sozusagen hier zweimal diesen Stunt macht, um halt sozusagen den Boost aufzunehmen. Und das ist vielleicht auf den ersten Blick aschen, dass es überhaupt zweimal geht, aber sozusagen ist es halt zwei kleine Hügel und dann funktioniert das. Das ist auch schon knifflig, wenn man im richtigen Moment durch den Sand fahren muss. Ja. Also man möchte es ja eigentlich gar nicht. Also man möchte eigentlich die ganze Zeit auf diesem hellgrauen Sand bleiben. Aber ja, es ist sehr schwer aufgrund dieser Offroad-Mechanik des Spiels. Weil man sieht ja hier gerade durch die großen Kurven, es spielt sich echt nicht gut. Weil man möchte es natürlich eng nehmen und gleichzeitig möchte man natürlich nicht in dem dunklen Sand landen. Und das beides in Kombination, oh, sehr ätzend. Wirklich sehr, sehr anstrengend. If you look at the minimap at the start when the track loads in, the bottom left turn of that minimap. Nächste tolle Strecke, wir vom Game of Thrones. GBA Bowser's Castle 3, also Bowser's Festung 3. Das, ich glaube, das Spiel war gar nicht übersetzt auf den Deutschen. Das Mark hat super sehr. Ich bin mir gerade gar nicht. Doch, es ist übersetzt, das erste war nicht, okay. Mark hat 64 nicht. Nee, auf Englisch. Nee, auch bei Game Advance ist nie auf Deutsch übersetzt worden. Nee. Ach krass, dann war ich doch nicht falsch. Mindestens, hier gibt es wieder einen sehr coolen Shortcut in dem Spiel. Und zwar, man sieht hier diese Ziegelsteine. Richtig auf den Ziegelsteinen positionierst, kannst du sozusagen mit einem Pilz den Pilz zünden und anhand diesen sozusagen rüberspringen auf die andere Seite. Das geht auch ohne Pilz, ist aber natürlich deutlich schwerer und benötigt ein anderes Setup. Und wenn das Problem ist natürlich, wenn das Setup zu lange dauert, verlierst du Zeit. Das heißt, du musst so wie Logan es gelernt hat, rausfinden, okay, jetzt muss ich abbremsen und dann geht das. Und bei diesen gelben Sprungdingen versuchst du halt sozusagen kurz raufzuspringen, damit du sozusagen ganz kurz in der Luft landest und halt sozusagen jetzt keine große Airtime zu haben. Das Problem ist, wenn du zu früh oder zu spät springst, springst du ganz weit oben, nach oben oder so tief, dass du wieder in Lava landest. Also das muss man auch wieder richtig timen. Und teils macht es einfach keinen Unterschied, wenn du auch wieder falsch timest. Das ist der, sozusagen der Best Case dann. Weil wenn du in Lava landest, ja, ein paar Sekunden hast verloren und ja, kannst dann statt Erster auf 12. sein, wenn du online spielst. Weil ich auch wirklich sehr empfehle, online zu spielen, dieses Spiel. Es hat eine sehr aktive Community bis heute noch, dank den Custom-Servern.
Weißt du, ob einige, ja, weltweit auch noch bei Wii online aktiv sind? Also online bei Mario Kart Wii? Ja. Ja. Also es ist sehr aktiv. Also meistens findest du ca. 50 bis 250 Spiele aktiv gleichzeitig. Also das Spiel ist sehr aktiv. Also manche Spiele sind nach 6 Monaten nicht mehr so aktiv online. Wie das Spiel nach 16 Jahren. Es ist unglaublich. Das spricht auch für die Qualität des Spiels. Ja, es hat ist sozusagen Legendenstatus. Ja, aufgrund dieser, ich denke mal, zum einen aufgrund dieser Mechanik würden die es, denke ich, nicht einfach so schnell vergessen. Genau, und die Server stehen in Deutschland und wurden auch von 2 deutschen Entwicklern entwickelt. Auch im deutschen Umbro-Forum. Ja. Genau, hier ist wie eine Strecke vom N64. Und hier kann man zum Beispiel am Anfang mit dem Pilz wieder hochspringen, kleine Kurve abkürzt. Hier gibt es auch wieder einen größeren Skip, den ich gleich erklären kann. Bei so vielen Strecken hat es sozusagen diese Masten, die die Flagge halten. Eine coole Mechanik, dass man mit Pilz wieder abspringen kann. Und ähnlich wie in der N64-Version gibt es hier diesen, springt man sozusagen von oben nach unten rein und fährt diesen Pilz und diesen Berg hoch und springt dann vom rechten Mast wieder ab, um reinzulanden. Und dann geht es der Spaß wieder von vorne los. Ah ja, es haben noch nicht viele Leute geschafft, weil ich glaube, das liegt daran, dass die Leute einfach keinen Skill haben. Eher liegt es daran an der Frustration und dass es einfach keinen Spaß macht. Es geht vieles menschlich und dann ist die Frage, macht es mir Spaß? Und dann, wenn das keinen Spaß hat, sollte man auch als Speedrunner sagen, nein, lasse ich einfach. Es ist immer sehr wichtig zu erwähnen, dass es nicht an die sehr talentierten Speedrunner sind, die dieses Spiel hervorgebracht hat, sondern einfach, ja, die meisten mögen keinen Skips. Hätte sonst die Frage, gerade die Frage gestellt, ob auch dieser Skip bei der N64 genauso auf der Wii funktioniert, also kurz vor der Ziellinie er dann exakt in die Wand reinfährt und dann einmal ins Wasser fällt und dann so dann quasi fast die ganze Strecke zu erspringen, ob das auch auf der Wii geht. Sehr ähnlich, nur erstmal halt sozusagen ins rechts fährt man sozusagen in die Wiese, zündet dann den Pilz, dass man sozusagen vom rechten Mast im Richt und durch den rechten Mast springt man sozusagen ab von dem Mast und dann fällt man runter. Oh, eine Banane lag im Weg. Also man fällt dann runter in diesen Berg durchfahren. Also sehr, sehr ähnlich zu der N64-Version, dass man trotzdem die ganze Strecke skippt, aber und Market 64 sehen wir, glaube ich, morgen oder übermorgen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wann wir das sehen. Aber das sehen wir noch und auch wieder in der Skips-Kategorie. Und das wird auch wieder eine Freude. Weil es gibt so 2 Mario Karts, die wirklich sehr broken sind. Und das ist einmal, also von den 3D, einmal Mario Kart Wii und einmal Mario Kart 64. Und beide sind recht unglaublich, was die Skips angeht. Und deswegen beide in diesem HDQ zu sehen, ist wirklich eine sehr, sehr große Freude. Empfehle ich euch wirklich anzuschauen. Und jetzt sind wir halt bei GCN Mario Circuit. Hier gibt es auch wieder einen Skip. Welch ein Wunder. Und wie so oft hat es wieder mit einer Mechanik zu tun, dass wir abspringen. Und ich lese gerade am Samstag, wird der Mario Kart 64 Run sein. Ach, am Samstag. Ja, wunderbar. Genau, dann schalte am Samstag hundertprozentig ein. Es ist sehr cooler Run. Kann ich wirklich nur empfehlen. Also, was man dort auch in den letzten Jahren gefunden hat, ist es unglaublich. Es ist wirklich krass, wie aktiv diese beiden Spiele heutzutage noch sind und wie viel Liebe die von der Community erhalten. Ja, pauschal kann man sagen, dass eigentlich jedes Jahr neue Tricks gefunden werden. Ja, aber man muss sagen, in den letzten paar Jahren war es wirklich sehr unglaublich. Also es gab Jahre, wo halt nichts groß gefunden worden ist und Mark hat, wie zum Beispiel in den letzten 2-3 Jahren, hat man so viel gefunden. Es gab, glaube ich, einen Tag, wo man irgendwie 3 Ditches gefunden hat, 3 Skips, weil man einfach eine neue Mechanik gefunden hat. Was cool ist an dem Spiel ist auch, es gibt Skips, die gar nicht schneller sind, als das ohne zu benutzen. Wir sehen gleich
in die Strecke, wo das zum Beispiel der Fall ist, den man zum Beispiel auch gar nicht im RTA machen kann. Aber im Test und im Test ist es langsamer. Kann man nur in einer Runde benutzen. Sozusagen meine geliebten Longcuts, ja, sozusagen Shortcuts, die, also Skips, langsamer sind als eigentlich der Intended. Genau, und jetzt sehen wir wieder eine sehr coole Strecke. Okay, eigentlich sind alle Strecken cool, wie ihr merkt, es ist echt unglaublich, was für ein tolles Spiel das ist. Ist auch schon der letzte Cup. Ja, leider. Sind es jetzt noch. Leider. Aber das Spiel hat nur 32 Strecken, anders als Mario Kart 8 hat. 8 Deluxe hat, glaube ich, 64 Strecken, wenn ich mich nicht täusche. Genau, Mario Kart 64 hat nur 16 Strecken. Nee, ich meine Mario Kart 8 Deluxe. Achso, 8 Deluxe. Er hat, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher, wie viele. Es hat unglaublich viele Strecken. Oder 96 irgendwie so? 96, also durch die neuen, durch diese neuen Wellen jetzt insgesamt 96, genau. Praktisch wäre es eigentlich, wenn wir dies noch nachpatchen können, dass man direkt alle 96 Strecken zur Auswahl hat. Also wie sie es vorher bei 48 hatten. Ja, das wäre natürlich cool. Hat man, glaube ich, wenn man es kauft. Ich habe noch nicht gekauft und auf einen neuen Spielstand gespielt. Ja. Ja, man sieht, bei Mario's Bisset 3 von Super Nintendo gibt es jetzt auch nicht viele Tricks. Man kann zumindest mit dem Turbopilz da an einer Stelle dazwischen fahren. Genau diese wäre es jetzt gewesen, aber da. Aber es sind letztendlich nur so 1 bis 2 Sekunden Verlust. Ach, ja. Genau wie Tego sagt, es gibt diese kleine Schaltung, also so eine kleine Lücke, wo man reinfahren kann. Mit dem Pilz. Und hier sind wir jetzt in Peach Gardens, wo es diesen auch wieder recht neu. Letzten Monat wurde es gefunden, der langsamer ist und nur in Fastest Lap benutzt kann, also im Single Lap. Weil im Time Trial hat man sozusagen mehrere Kategorien. Also erstmal wird es unterschieden zwischen Skip und Nicht-Skip. Und dann einmal 3 Laps, also eine ganze Strecke, und einmal nur eine Runde fahren. Sehr wichtig hier ist halt zu erwähnen, dass man wieder versucht, drei Pilze zu holen, um halt am Anfang gleich zwischen die Blumenwiese zu fahren. Und weil das man sonst sehr weit außen rumfahren muss. Und das ist natürlich langsam und ist natürlich sinnvoller, einfach zu sagen, okay, ich verliere kurz ein paar Sekunden, um halt sozusagen 3 Runden lang diese Pilze zu holen. Um halt dann anschließend ordentlich Zeit zu sparen. Das macht einfach strategisch Sinn. Teils bin ich aber auch, teils gab's, dass man es online auch einfach gesagt, okay, ich fahre trotzdem durch und hoffe, dass ich aufgrund der schlechten Positionierung dann vielleicht Pilz hat für die nächste Runde oder ähnliches. Genau, wie Chrissy auch sagt, in Mario Kart 8 Deluxe fährt man hier entgegen in der letzten Runde, was sehr coole Mechanik ist. Es wäre sehr cool, wenn es in Mario Kart Wii geben würde, aber durch Custom Tracks zum Beispiel, also fan-erstellte Strecken, wo das Spiel echt viel hat. Falls ihr Interesse an diesem Spiel habt, empfehle ich euch auch wirklich, die Custom Tracks auszuprobieren. Es gibt mehrere Mods sozusagen, mehrere, die man ausprobieren kann. Die legendärste ist natürlich CTGP Revolution, also Revolution. Und das empfehle ich wirklich, falls ihr Interesse gewonnen habt. Das Coole dort ist, es gibt auch einen Modus, dass du sozusagen ein Online-Leaderboard hast. Das heißt, du kannst sozusagen dann die offiziellen Nintendo-Strecken dort spielen. Und das wird dann sofort geprüft und in einem Leaderboard hochgeladen. Und dann kannst du auch im Spiel sozusagen sehen, wer die schnellste Zeit hat und den Geist von dem schnellsten Zeit runterladen, um gegen den zu fahren. Was ein krasses. Aber gleich 216 Strecken gibt es davon. Genau, in dem. Es gibt noch ein anderes, zum Beispiel Mario Kart Wii Deluxe heißt es, glaube ich, wo es irgendwie 800 Strecken oder so gibt.
Okay, das wusste ich noch nicht. Also es gibt wirklich viele mittlerweile, aber das ist auch wieder eine recht neue Entwicklung, dass es mehrere sehr gute Modifikationen gibt. Und hier gibt es auch einen neuen Skip, dass man sozusagen, der glaube ich auch langsam ist, auch wieder Test-Only. Da kann ich euch auch nur empfehlen, das anzuschauen. Das findet ihr bei YouTube. Aber wir versuchen gleich den Skip, der auch schon bald ist, und zwar zwischen, okay, machen wir nicht, zwischen diesem blauen und diesem Zaun. Kann man auch wieder, wenn man im richtigen Winkel reingeht, sich durch den Zaun, quetschen und diese Kurve sparen. Und aufgrund dieses blauen Boost-Panels bekommst du natürlich einen Boost. Wie bei der Schikane vorhin. Genau. Und die gibt es auch für Wii. Du kannst die ganz einfach auf Wii installieren. Da findest du auch ganz einfach Anleitungen, wie du sagen, deine Wii modifizierst, damit du es spielen kannst. Kann ich wirklich nur empfehlen. Die Wii ist eine wirklich tolle Konsole, auch heute noch. Und es geht auch auf der Wii U. Und damit könnt ihr auch online spielen und euch endlich wieder eure Kindheit oder was weiß ich nicht zurückholen. Für mich ist es die Kindheit. Und deswegen liebe ich dieses Spiel auch so sehr. Oder sie spielen die Alternative bei Mario Kart 8 Deluxe. Ja, aber es ist Mario Kart Wii und dementsprechend ist es automatisch schlechter. Ja, also diese GameCube-Strecken zumindest. Also ja. Also, da ist es auch wieder gut gemacht, selbst wenn ich die Wii-Version natürlich besser finde, aber ich bin auch ein Mario Kart Wii-Fanboy. Trotz den ganzen Fehlern, die dieses Spiel hat, und es gibt etliche, liebe ich dieses Spiel abgöttisch. Und hier gibt es auch mehrere Möglichkeiten, sozusagen hier lang zu fahren. Und es ändert sich auch teils, weil man neue Möglichkeiten findet, vielleicht doch noch hier ein paar Hundertstel zu sparen oder vielleicht auch nur. Aha! Da schalt, Fels. Dieser eine Felsbrocken hat den erwischt. Ja. Ja, das ist das Problem, wenn man so einen Arcade-Welter spielt. Aber ja, deswegen liebt man das ja auch. Ja, gut, beim Showcase hat er jetzt keinen Druck. Melon, das ist nicht ganz richtig. Du kannst es auch auf PC spielen, aber das ist über Umwege möglich. Aber es geht. Mittlerweile. Ja, kommt jetzt schon zur letzten Strecke. Ja, leider. Aber ja, trotzdem eine tolle Strecke. Hier ist auch wieder ein bisschen RNG, sprich, also man möchte ja einen Wheelie machen und diese Brücke hat diese Feature sozusagen, dass man unterschiedlich hoch springt. Sehr ätzend. Und man versucht natürlich so richtig niedrig zu halten. Ob ich richtig die Tonlage halten würde, wenn ich gute KI-Stimme habe? Ja, du hast auch wirklich so eine richtig gute Commentary-Stimme. Muss man dir auch einfach lassen. Ja, das höre ich nicht zum ersten Mal. Ja, in der Praxis ist es halt immer schwierig, ist für mich zumindest schwierig, da einen guten Überblick zu haben. Also da kann ich schon mal aus dem Ruder geraten. Und morgen an Nekopol und Uchi Live. Und ja, genau, hier, wenn man richtig springt, kann man hier sozusagen diese kleine Kurve nehmen. Auch nicht ganz einfach, weil das Problem ist, wenn man es nicht richtig zeitig spart, landet man an der linken Wand, aber wenn man es komplett falsch macht. Und man möchte sich natürlich nicht an der Wand stoßen, weil dann verlierst du natürlich die ganze Geschwindigkeit und du musst wieder durch den im Stand sozusagen deinen Mini-Turbo aufladen, damit du wieder in der normalen Geschwindigkeit landest. Und das versucht man halt. Aber ja, die Brücken sind wirklich eine Freude. Ist so schade, dass dieser Trick hier, genau diese jetzt, bei der N64-Version leider nicht möglich ist. Ja, aber es glaube ich 2D ist und das sozusagen nicht drauf, hab mich richtig erinnere. Aber woran liegt das? Das weiß ich jetzt auch nicht. Genau, aber das werdet ihr, wie gesagt, am Samstag sehen und dann könntet ihr dort die Kommentatoren fragen. Ja. So, jetzt die letzte Runde und dann, wenn er durchs Ziel fährt, ist er dann vorbei. Ist es leider vorbei.
muss sagen, die Zeit hat sich echt schnell, ist echt schnell vergangen. Was hat Commentary zum Beispiel so an sich? Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Ihr freut euch auf die nächsten Runs, die kommen. Gleich ist Starfield. Ja, hoffe ich, dass ich nicht zu sehr, dazwischen geredet habe. Hoffentlich hat es euch trotzdem insgesamt mit uns beiden hier gefallen. Und insgesamt war es ein guter Run mit der 1 Stunde 10 und 6 Sekunden. Ja, was war das Estimate nochmal? 1 Stunde 14? Ja, genau. Das ist ordentlich, sage ich mal. 4 Minuten unter dem Estimate. Kann man sich nicht beschweren. Und nur zur Erinnerung, der Weltrekord ist aktuell bei... Er ist hier nochmal eingeblendet, zumindest bei... also sein in, RTA, also sozusagen der richtigen Zeit. Du sagst es 1 Stunde 9. 1 Stunde 9 und 2 Sekunden. 2 Sekunden und zwar 570 Millisekunden, genau. Diese 55 Minuten, 21 sind Endgame-Time. Also sozusagen, wenn man die ganzen Strecken addiert. Habe ich ja im Commentary erwähnt, dass man sozusagen auch sagen kann, okay, man macht die Loading Times raus und addiert dann die ganzen Streckenzeiten. Und dann landet man auf diesen 55, 21. Ja, trotz technischer Probleme war es aber insgesamt ein guter Run auf jeden Fall. Absolut. Und ich meine, kann ja nichts für die technischen Probleme höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich Internetprobleme oder die Capture Card macht Probleme, ist ja immer das Gleiche. Ja. Und die Skips, die möglich waren, die muss man auf jeden Fall erstmal nachmachen. Absolut. Und eine Seite, die ich auch empfehlen kann, neben speedruns.com, ist mkvrs.com. Dort könnt ihr die Zeitfahrenrekorde sehen und auch die Skips. Und dort wird es halt Shortcut genannt. So,